Besten des Ding. With me. You are invited to ich schau mal kurz in meiner schlauen Puppe nach. Ja, ja, ich komm gleich. Steht das nicht, gell? Nein. Ich habe mir auch das WoW Kochbuch gekauft und werde in der nächsten Zeit dann mal Sachen kochen hier. Gott sei Dank können wir mit der Katze super schnell laufen. Also wir müssen hierher gehen und dann startet die Zwischensequenz. Ich werde da mal kurz abdrehen. You abandoned Sourfang to die out there! It is the death he wanted. If that troubles you, you're free to join him. Or you can tend to the living. The choice is yours. For the Horde. You know what must be done. Go, my champion. Look at you, the boys playing soldier. Our king just routed your army. Muzzle your dog, your majesty. Sylvanas Windrunner, you have led the Horde to a place without honor. Lordaeron is ours. It's over. Your father would be so proud. Is that his? You've gotten it all bloody. Only one of us wanted this war. You call for peace when it suits you, little lion. But you're quick enough to kill. I should have killed you when last we met. How rude, sister. You're a guest in my home. Your home? You desecrate that throne with your filth! Enough! You put the torch to Teldrassil. But I failed those who burned. I will not make that mistake again. Surrender. Or die. You've won nothing. So, nach getaner Arbeit zurück in Orgrimmar. Orgrimmar. Cat ist immer noch fest der Überzeugung, dass der Umstand, dass Sylvanas hier Skelette beschworen hat, darauf hinweist, dass sie irgendwie von der Leere genascht hat. Ich verlinke mal kurz aus dem Chat. Und zwar
Cosmic Forces, genau. Man sieht es jetzt nicht, ich zeig's euch im Chat kurz mal, also ich zeig's kurz mal her hier, und zwar so. Hier sehen wir diese Einflusssphäre, über die ich schon mal gesprochen habe. Und ganz unten sieht man den Schatten mit den die Void Lords, also die leeren Hüter oder wie auch immer sie genannt werden, oder die alten, und dann darunter darüber die alten Götter. Und dann gibt es aber noch den Tod und die Untoten und die Nekromantie. Das heißt, hier normalerweise die Verlassenen und Sylvanas werden hier zu dieser Sphäre hinzugeordnet. Obwohl sie eigentlich entstanden sind aus der Sphäre, weil die Brennende Legion hat eben Ner'zhul genommen und ihm Kräfte gegeben, aber er hat dann irgendwie, glaube ich, die Untoten Dings genommen, wie auch immer. Also Schatten und Tod sind nicht dasselbe. Das heißt, das ist nicht irgendwie gesagt, dass nur wenn hier Untote beschwört werden, dass es um die alten Götter geht, sondern es ist eher so, dass die alten Götter in Kauf nehmen, dass Untote beschworen werden, weil sie das eigentliche Ziel der alten Götter ist, Chaos auf Azeroth zu sehen, um die Weltenseele von Azeroth zu vereinnahmen, weil die alten Götter, denen geht es, aus einem bestimmten Grund, den ich jetzt nicht mehr weiß, geht es hauptsächlich darum, die Weltenseele von Azeroth hier irgendwie für sich zu gewinnen. Und das versuchen sie, indem sie quasi alles Leben hier auf Azeroth bis auf die alten Götter auslöschen. Und die alten Götter sollen dann die Weltenseele an sich ziehen. Und dann nehmen sie in Kauf, dass die Brennende Legion hier die sterblichen Rassen gegeneinander aufhetzt mit dem dritten Krieg, wo sie dann den Lichtkönig erschaffen haben und die Untoten und wie auch immer. Das heißt, die warten einfach so lange, bis alle irgendwie schwach sind, und dann schlagen sie zu und dann wollen sie alles auslöschen und sich den Planeten für sich selbst krallen. Und so weit kam es schon fast. Also das war in den Urzeiten von Azeroth, gab es schon mal das sogenannte Black Empire oder das schwarze Kaiserreich oder das schwarze Imperium, das den ganzen Kontinent den ganzen Kontinent überspannt hat. Und die Titanen, wo sind sie? Nicht die Titanen, sondern... Oh ja. Genau, die Titanen. Ist das jetzt richtig? Ja, die Titanen haben dann das Schwarze Imperium gestürzt und Ordnung wieder auf Azeroth hergestellt, damit die normalen Rassen, die normalen Völker sich wieder entwickeln können. Und aus dieser Zeit des Schwarzen Imperiums gibt es noch einige, sehr, sehr viele vergrabene alte Götter, weil die Titanen haben die alten Götter dann eingesperrt in Gefängnissen, unter der Erde meistens, und die Gefängnisse hätten eigentlich bewacht werden sollen, sind dann nicht mehr bewacht worden, deswegen konnten einige alte Götter irgendwie teilweise raus und haben wieder sterbliche Rassen korrumpiert und wie auch immer. Also so sieht das dieses Ding aus, und wie gesagt, Nekromantie auf der rechts unteren Seite und Schatten ganz unten, und das ist eben nicht immer genau das gleiche. Also ja, so, Referat zu Ende. Wie sind Nogema? Was gibt's noch zu tun hier jetzt? Schauen wir mal kurz, ob wir alles verkauft haben, was wir noch Zeug verkaufen hier. Die ganzen legendären Ausrüstungsgegenstände können wir verkaufen, aber wir können sie zerstören, damit wir Platz sind in unserer... das brauchen wir auch nicht mehr. Das sind jetzt alles Teile oder Gegenstände aus dem vorigen Expansion Pack, die ich nicht mehr brauchen werde. Ich kann nicht tippen heute. So, brauche ich die noch? Gehen die überhaupt noch? Wenn sie gehen, dann behalte ich sie mir. Den werden wir in die Bank geben. Die werden wir auch löschen. Die werden wir auch in die Bank geben. Das behalten wir uns alles. Das brauchen wir zum Leveln. Den können wir noch verkaufen. Die Angelrute behalten wir uns auch. Die werden wir in die Bank legen. Heal. Das wollen wir uns behalten. Vielleicht auch nicht.
Ah, das ist das Set falsch eingestellt. Weil das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist nur für den letzten Raid vom letzten Expansion Pack, das können wir auch noch. Nein. So kann man nämlich Gegenstände tauschen hier. Das können wir wegtun. Gahania behalten wir uns natürlich. Da schauen wir auch an, was wir uns nicht behalten. Ja, also der Wirbel der Nether, der Schatten und die Untoten sind quasi die drei negativen Aspekte in World of Warcraft, während die Ordnung, also das Arkane, das Leben und das Licht die Gegenaspekte sind. Also es ist nicht, wenn etwas schlecht ist, kommt es aus einer der drei Sphären, aber nicht immer aus der gleichen, oder die sind irgendwie verschieden. Also schauen wir mal kurz, ob wir hier das noch irgendwie loswerden können. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir es auch mal verkaufen. Und jetzt werden wir noch einiges in unserer Bank einlagern. Und zwar werden wir einlagern, die Angelroute brauchen wir nicht mit, den Dalaran Ruhestein, den Garnisonsruhestein brauchen wir nicht. Den Greifhakenwerfer aus Sturmwind. Nicht der Sturmwind aus. Wie heißt's? Ach, ich mach schon jetzt. Vergessen, wie das heißt. Ja. Sturmheim. Passt das selber. So, und die Sachen hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Das ist schlechter als das wir haben. Das sind alles legendäre. Das können wir verkaufen. Wobei, das können wir nicht verkaufen, weil. Das ist legendär, das heißt, da können wir nur löschen. Ich will die auch nicht mehr haben, die ganzen legendären Gegenstände, weil die brauchen nur Platz in der Bank und im. Und im Inventar. Und sie sind ja einfach nicht wirklich mehr nützlich. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Blühendes Leben und so weiter, das brauchen wir nicht mehr. Alles, was mit Heilung zu tun hat, die ganzen legendären Gegenstände habe ich mir behalten, weil ich sie immer gewechselt habe beim Raiden im alten Expansion Pack. Und da manchmal bei manchen Bossen sind die einen Gegenstände gut, bei manchen die anderen. Aber alles, was mit Heilung zu tun hat, werde ich jetzt weghauen, weil ich werde zwar heilen, aber allerdings nur nebenbei in den Dungeons und so nebenbei irgendwie. Ha, das ist cool. Das wollen wir nicht so weghauen. Rasche Heilung für den. Das wir auch kann. Und das. Das wollen wir auch weg. Das weiß ich noch nicht genau, ob wir das vielleicht nicht brauchen können. Das nehmen wir uns auch auf. Dann werden wir uns mal kurz Heal anziehen. Und schauen, ob wir da nicht das austauschen, weil ich würde gerne den Trügers großer Plan einstellen, statt das andere, was wir hier haben. Und zwar so. Nein, das ist das nicht. So. Das ist jetzt das Heilset. Ausrüstungsmanager speichern. Jupp. Und dann werden wir. Wiederherstellung, das passt auch. Das ist Gleichgewicht. Oh, hab ich jetzt. Ah, okay. So geht's, okay. Das heißt, wir werden Gleichgewicht aktivieren. Und dann schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas austauschen bei den Schmuckstücken hier. Heilungseffekt brauchen wir nicht. Schmuckstücke. Finger. Hals. Oh, das Magnum, das wollen wir gar nicht, weil. Pridas, das Magnum Opus, das können wir gar nicht brauchen, weil wir kriegen relativ bald ein Halsstück, das uns im ganzen Expansion Pack begleiten wird. Das heißt, das brauchen wir gar nicht. Das können wir auch gar nicht mehr ordentlich verwenden. Schmuck, Intelligenz, Versuche für Heilung. Ich habe nur mehr Heilungsschmuckstücke. Okay. Macht ja nichts. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr. Und leitet überschüssige Heilung. Das ist besser. Es sind immer die Gegenstände besser, die man, wenn man nicht raidet, die Gegenstände besser, die man nicht auslösen muss, weil sie weniger Stress im Kampf bedeuten. Das heißt, hier dieses
Dieses Schmuckstück ist besser als das andere Heilungsschmuckstück. Das andere Heilungsschmuckstück muss ich auslösen. So, Insignia der großen Armee werden wir auch. Sind wir jetzt auf Eule? Wie viele legendäre Gegenstände haben wir angelegt? Da haben wir eins. Kann ich den Ring noch anlegen? Abklingzeug, chemische Ausrüstung. Wildwuchs. Kann ich das anlegen? Nein. Okay, dann kann ich den eh vergessen. Können wir noch was reinlegen? Ich kann ja eh meine. Ah, ich habe keine. Ich habe keine Edelsteine mehr. Ja, da will. Ja, das, da lassen wir das. Also, alles, wo wir schneller laufen können im neuen Expansion Pack, ist natürlich besser, als wo wir langsam. Weil beim Leveln ist schneller laufen immer besser, weil man dadurch über die ganze Level. Zeit enorm viel Geld, nicht Geld, Zeit spart. Das heißt, das werden wir weg. Ups, alle werden wir alle weg. Löschen. Den werden wir auch weg. Löschen. Und den werden wir auch weg. Löschen. So. Da steht dann das Dark-Werk. Größtenteils kleine Drainage. Ja, das stimmt natürlich schon, ja. Also die Kite im Chat bringt natürlich richtigerweise an, dass es Dark Arts gab. Und Dark Arts ist ein Sammelbegriff für alles, was irgendwie mit Schatten und der Leere zu tun hat. Da gibt es allerdings, das steht relativ gut im relativ gut beschrieben in den Chroniken. Wo es darum geht, dass die Orks damals beschworen haben, untote Sachen, aber das konnten sie nur. Moment, stimmt eigentlich, weil da gibt es so eine Geschichte über die Naro und einen abgestützten Naro, der dann sich in der Leere verloren hat. Und dann, neue Geschichte. Also, Schatten und Clan und der Shadow Council haben den Nekromantie studiert, ja, das stimmt eigentlich. Ist nur die Frage, ob die Schatten oder. Also das mit dem Schattenmund-Clan und mit dem Shadow Council, das ist so ein Rat von Orks gewesen, die maßgeblich an der Konstruktion des dunklen Portals beteiligt waren. Und ob die jetzt wirklich nur Schatten verwendet haben oder auch etwas von der Leere, ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Manchmal ist es so, dass die sterblichen Völker zwar Elemente aus verschiedenen dieser Schulen nehmen, also aus dem Schatten, aus der Leere, aus dem Fell, weil zum Beispiel der Schattenrat von den Orks hat alle drei dieser Sachen verwendet. Und das heißt aber nicht, dass sie jetzt eindeutig auf einen von den Touren oder dass die alten Götter dahinter gesteckt sind. Die alten Götter wussten nämlich auf Draenor gar nichts von dem Ganzen, weil die alten Götter sind auf Azeroth versteckt gewesen. Und das heißt, die alten Götter konnten mit dem Schattenmontal-Clan und mit dem Schattenrat eigentlich gar nicht kommunizieren am Anfang. Erst als sie dann auf Azeroth angekommen sind. Und das ist alles sehr kompliziert, ja. Okay, was gibt's noch zu erledigen? Das werden wir abgeben. Das werden wir abbrechen. Kräuterkunde, das werden wir auch abbrechen. Die Tode von Gromishon ist vielleicht irgendwann noch einmal, die lasse ich noch. Okay, was gibt's dann noch zu erzählen? Ich habe noch etwas, das ich in nächster Zeit am Channel auch herzeigen werde. Die Alpha von Iron Harvest ist heraus. Das heißt, das werde ich auch herzeigen, allerdings nachdem ich erst etwas WoW gespielt habe und so. Ich habe jetzt dann ab dem Feiertag in Österreich, ist Mittwoch Feiertag und ab da habe ich Urlaub. Und ich werde versuchen, da immer wieder was herzuzeigen und so. Also, es ist alles sehr kompliziert, wie Kite das schon im Chat schreibt. Schauen wir mal kurz mal noch unsere Addons an. Hier haben wir. Also, etwas, was ich auch habe, ist natürlich Adi-Bags. Falls ihr das schon gesehen habt, das ist dieses Taschen-Addon, das die Taschen hier sehr gut. Ah, apropos. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nicht mehr. Aha.
sehr gut irgendwie darstellt. Und da findet man alles relativ schnell. Das ist das Addon Adibags. Dann Auktionier, um Sachen zu verkaufen. Bartender 4 ist es sogar, um diese Aktionsleisten hier zu machen. Klick, um direkt beim Klick auf bestimmte Charakterporträts Zaubersprüche auszulösen fürs Heilen. Grid 2, um dieses die Gruppenanzeige zu anzuzeigen. Maus-Tooltip sollte eigentlich nicht aktiviert sein, weil da funktioniert irgendwie nicht ordentlich. Move Anything habe ich verwendet, um bestimmte Blizzard Overlays irgendwo herumzuschieben. Zum Beispiel die, wenn gesprochen wird, dieses mit dem Porträt und dem Text kann man dann mit Move Anything irgendwie bewegen. Postal, um besser Post zwischen meinen Charakteren hin und her zu stecken. Thread, um eben den Chat farbig darzustellen und darzustellen, woher die Leute kommen, welche Level sie haben, in welchem Chat sie posten und so weiter und so fort. Quarz, um die Zauberbalken darzustellen. Sell Junk, um beim Händler schnell alle grauen Items zu verkaufen. Skada für dieses... Oh. Cool. Was ist das jetzt eigentlich? Ups. Kann ich das irgendwie ausschalten? Vielleicht hast du es kaputt gemacht? Okay. Moment kurz. Ich muss da kurz meinen Discord abdrehen. Discord hat sich da irgendwie in mein WoW eingehängt. Besser, okay. Skada eben, um wie gesagt die Schadens- und Heilungsleisten hier anzustellen. World Quest Tracker brauchen wir wahrscheinlich jetzt dann bald nicht mehr. Weil da kann man bei Weltquesten die anzeigen, in welchen Zonen welche gerade verfügbar sind, wo es welche Belohnungen gibt und so weiter und so fort. Ich werde mal deaktivieren, die brauchen wir einfach eh nicht. Und Deadly Boss Mobs, um bei bestimmten Raids und Dungeons Fähigkeiten der Gegner anzuzeigen und darauf hingewiesen zu werden. Okay. Schauen wir, wir könnten vielleicht... Ja, das ist irgendwie, das stimmt mich Pratt hier nicht. Ich weiß auch nicht warum, es funktioniert eigentlich eh ganz gut. Gehen wir mal hier raus. Ich habe übrigens einen Allianz-Charakter geboostet, und zwar ist das eine Magierin, die ich schon irre lange habe. Die ist sicher schon 8 oder 9 Jahre alt. Und mit der habe ich die ganzen Szenarien auch auf der Allianz-Seite durchgespielt und ich werde mit den dreien dann das Addon bestreiten, hauptsächlich mit dem Druiden. Mit dem Druiden werde ich raiden und Dungeon spielen und mit den anderen werde ich nur auf Max Level leveln und die ganzen Basisbau-Sachen erledigen, damit ich Geld farmen kann dann, wenn es dann soweit ist. Und wenn ich keine Lust habe, dann werde ich mit meinem grässlichen Mönch hier weiter leveln auf Level 70. Und dann irgendwann, wenn wir ganz langweilig ist, dann können wir mit Grazo weitermachen hier auf Area 52. Den gibt es natürlich auch noch. Genau. So, was ich jetzt gerne machen würde, ist schauen, ob ich es hinbekomme, dass ich das Game Window von Iron Harvest irgendwie capture. Machen wir da mal zu. Das sieht jetzt in OBS wahrscheinlich ziemlich schwarz aus. Währenddessen können wir uns was anschauen. Und zwar schauen wir uns an. Nein. Schauen wir uns noch das Intro von vom Expansion Pack an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir leben in einem Kreislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet. Und wir haben vergessen, was uns stark macht. Ja.
Schulter! Rückt geschlossen vor! Lordaeron wird uns gehören! Mein König, jetzt haben wir sie.